Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Hier hinter dem hohen Gras versteckt sich der Bolzen und jagt junge Archons. Allerdings unversteckt normalerweise. Entsprechend gehen wir hier auch aus dem Versteck raus, gucken mal, ob hier unten was gespawnt ist, wo wir rankommen. Einer, zack. Der kann dann den Berg hochklettern. Oh, ist da gut. Das möchte ich auch mal können. Aber wenn die Mobs einmal ein Ziel haben, dann kommen die einen auch hinterher. So, da haben wir den 8. von 10 Kristallen. Die Pinkies haben wir voll. Die Pixies haben wir voll, wer die letzten beiden Folgen nicht gesehen haben sollte. Pixies nicht, die Ratten. Das ging sowas von schnell, da hat's mich jetzt selbst aus den Latschen gehauen. So schnell habe ich nicht erwartet, dass wir da 10 Kristalle zusammenbekommen. Vor allem nicht bei den Pinkies. Ich nehme an, vielleicht liegt es an eben dieser erhöhten Droprate. Ich habe den Buff noch drauf. Deswegen bin ich ja auch schnell zu den jungen Archons gerannt. Und habe die Hoffnung gehegt, dass ich hier auch die Dinger noch voll kriege. Und ich denke, das sollte ich noch hinbekommen. Wenn wir dann schon hier sind, gehen wir nochmal vor zu den Pixies. Da brauchen wir nämlich auch noch ein paar von. Ja, und dann haben wir erstmal hier im düsteren Durchgang ein bisschen aufgeräumt. So, hopp. Hallo Vogel, komm her. Plupp, fallen sie um wie die Fliegen. Wie die Vögel. Das war's. Juhu, ich hab die Kristalle fertig. Ich freue mich an den Ast. Oder an den Kristall. Und Lebenstrank gibt's auch noch als Bonus am Ende. Gut, ich würde sagen, gehen wir direkt vor zu den Pinkies. Da sind zwar dann auch noch ein paar Pixies, aber die sollen mir jetzt erstmal egal sein. Ich brauche nur die grünen Viecher. Pinkies werden jetzt notgedrungen noch mit hinterherhauen, aber versuch sie mal wegzuhauen, so dass sie nicht so extrem stören. So, jetzt bleibt er davon stehen. Da hätte ich den auch gar nicht so runterhauen brauchen. Naja. Solange die Pinkies nicht überhand nehmen, ist das auch alles kein Problem. Blim, blim. Pixie Flügel, Pixie Flügel, Pixie Flügel, lalalala. So, den Pinkie haben wir auch gleich so. Komm. Der vordere, den wir immer noch im Target haben, der regeneriert sich jetzt so langsam. Plop, plop. Das finde ich wiederum gut an Fiesta, dass die nicht gleich von jetzt auf gleich hier plumm wieder volle HP haben, sobald man mal vielleicht tot ist. Kommt ja auch oft genug vor. Sondern halt wenigstens ein bisschen runtergehauen sind. Plop. Hopp. Nochmal. Hepp. Ich werde mal gucken, ob ich den Pixie platt kriege. Das Ding wollte ich vorhin schon hochschieben, habe ich vergessen. Hatte ja in der letzten Folge einen kleinen DC gehabt, beziehungsweise ich bin im Tor hängen geblieben, im Ladebildschirm. Und musste halt das Spiel neu starten, deswegen war das nicht mehr oben. Das ist ja jetzt schon eigentlich die sechste Folge, die ich hier machen und aufnehme. Plupp. Ich guck mal, ob ich 7 schaffe. 7 ist eigentlich Standard. Ich mache ja immer ungefähr eine Woche voraus. Sollte eigentlich hinhauen. Zack, dann habe ich auch für die nächste Woche, obwohl ich nächste Woche ein bisschen mehr Zeit habe, da habe ich Urlaub. Da will ich aber auch noch ein paar andere Projekte mal umsetzen, die ich schon lange mal wieder auf dem Plan hatte. Unter anderem mal wieder ein paar, quasi meine Aufnahmetools vorstellen. Das wollte ich ja schon die ganze Zeit mal machen, da muss ich halt mal neue Videos drehen, das was ich so zusammengebastelt habe. Über kleine Mini-Programmchen quasi geschrieben, alles laienhaft natürlich, ich habe das nie irgendwo gelernt. Aber so funktionieren und das ist ja letzten Endes wichtig. Und sie funktionieren genau für den Zweck. Ich weiß gar nicht, ob es sowas wie eben diesen Beschrifter, den ich dann eben vorstellen werde, oder meinen Aufnahmezähler in der Form überhaupt schon gibt. Beziehungsweise Aufnahmetimer. Heißt da richtig. Offiziell. So. Zack. Das Ding hier auch. Weil die beide natürlich noch verbesserungswürdig sind. Ich habe auch für beide noch Ideen. Vielleicht mache ich die vorher, bevor ich die Videos drehe. Es kommt halt darauf an, wie schnell die Ideen umgesetzt werden müssen und wie schnell die Verbesserungen eingebaut sind. Je nachdem werden halt die nächsten ersten Videos vielleicht nächste bzw. übernächste Woche in eurem Fall, wenn ihr die Folge jetzt seht, kommen. Oder schon diese Woche? Keine Ahnung. Ich bin mit dem Zeit hin und her rechnen ein bisschen und ungewöhnlich. Aber es sollte irgendwann mal auf jeden Fall kommen. So, Mensch. Außerdem. Habe ich ganz verpasst in der Folge. In der letzten Folge hatte ich Geburtstag. Oh wei. Naja, jedenfalls habe ich die ja vorher aufgenommen. Insofern passt das schon. Ihr könnt mir ja nachträglich alles Gute wünschen. So. Pixieflügel, Pixieflügel.
Zack. Plupp. Sollte ich natürlich gestern eben nicht zurückgeschrieben haben, liegt das schlicht und ergreifend daran, dass ich, ja, gefeiert habe. Und heute ist ja dann... Ach ja, heute ist Männertag. Das heißt, heute werde ich auch aus dem... Ich bin ja schon erwachsen, ich darf das. Als Mann muss man da halt mal einen über den Durst trinken. Das ist so Regel, das muss man als Mann machen. Aber erst, wenn man über... Ja, mindestens 16 ist für Normalen und über 18 sollte man schon sein, finde ich. Oder zumindest sollte man 18-Jährige, mindestens 18-Jährige dabei haben. Weil Komasaufen muss nicht sein. Für keinen. Das ist nicht cool. Das ist einfach nur dämlich. Das ist nicht cool, wenn man im Krankenhaus lag und sich den Magen auspumpen hat lassen. Gab früher auch zu meiner Zeit schon Leute, die waren da tatsächlich stolz drauf. Gut, damals dachte ich auch, boah, cool, der ist ja krass drauf. Aber wirklich cool ist es nicht. Nö. Weil letzten Endes, was passiert mit solchen Leuten? Man schädigt eigentlich nur seinen Körper, wenn man es übertreibt. Ja, wenn man es sehr übertreibt, kann man es auch erlebt haben. Also sprich, zeitlebens tot sein. Muss ja auch keiner haben. Und wenn man es halt zu oft macht, gibt es dann hinterher auch bleibende Schäden. Vorausgesetzt, man ist nicht schon gestorben. Wobei das technisch gesehen auch schon als bleibender Schaden gilt. Aber... Naja... Muss das sein? Wie gesagt, man will ja auch noch ein bisschen gesund bleiben. Das heißt, übertreibt es nicht mit dem Alkohol. Ich kenne viele Leute, die sagen, ja, als kleines Kind haben wir quasi nur, weil sie cool sein wollten, ein bisschen Alkohol getrunken und dann hinterher... Also nicht als kleines Kind, also als Jugendlicher, als Teenager. Und dann hinterher hat sich rausgestellt, irgendwann sind sie alkoholsüchtig, wirklich alkoholkrank geworden. Gibt natürlich auch Fälle, wo das nicht der Fall ist. Aber, wie gesagt, man sollte es bei sowas nie übertreiben. Man darf nicht vergessen, Alkohol ist eine Droge. Wenn auch eine legale. Ich trinke gern mal einen über den Durst. Ab und zu mal, aber nur zu Fäden. Sonst nicht. Das heißt, nicht mal einmal pro Monat vielleicht, wo ich mal, sagen wir mal, ein, zwei Bierchen mehr trinke als normal. Aber meistens auch nicht so weit, dass ich, ja, wie es so schön heißt, in die Ecke reihe. Weil dann, meistens höre ich dann schon vorher auf, weil das ist dann schon eindeutig zu viel. Letzten Endes muss man ja immer dran denken, klar fühlt man sich an dem einen Tag dann cool, aber der Tag danach, den Tag danach, den will man nicht unbedingt haben. Ich zumindest nicht. Ich hasse das. Ich komme dann eh am Tag danach, egal ob ich jetzt zu viel getrunken habe oder zu wenig, meistens dann eh nicht mehr an eine Flasche Bier ran. Oder egal irgendwelchen Alkohol. Bin da halt so gebaut. Ja, mir ist dann wahrscheinlich immer noch schlecht. Selbst wenn mir nicht schlecht war oder nicht schlecht ist, mache ich dann Pause. Pausen sollten immer sein. Pausen sollten auf jeden Fall eingehalten werden. So. Du wisst das. Meine Einstellung. Und wenn ihr unter 18 seid, wie gesagt, solltet ihr eigentlich sowieso grundsätzlich mal, sagen wir mal so, von übertriebenem Trinken die Finger verlassen. Ab 16 darfst du ja schon ein Bierchen in Anführungsstrichen zischen, aber... Man sollte es auch da nicht übertreiben. Babylon hat sich den Titel mittellos verdient. So, jetzt habe ich die ganze Zeit über Alkohol gequatscht und habe ganz vergessen, dass ich die Pixies fast fertig habe. Um nicht zu sagen, ganz fertig habe. Hauen wir die paar noch um und dann würde ich sagen, gehen wir mal nach Uhu. Abgeben höchstwahrscheinlich. Oder wollen wir noch ein paar Orks hauen? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ne, wir geben erstmal ab. Wir haben jetzt genug zum Abgeben. Ne, haben wir nicht, weil wir ja auch noch ein paar Pixies brauchen. Die zwei hauen wir natürlich noch. Pinkies, wie viel braucht man da noch? Auch noch 10 Stück. Naja, die kann ich ja wieder unten in Uru hauen. Geht da etwas schneller. Orks brauchen wir auch noch. Für welche Quest brauchen wir die alle? Meine Güte, wir brauchen ein Zeug. Ist ja schlumm, schlumm, schlumm. So. Autsch, my head hurts. Dein Kopf tut weh. Ja, das liegt daran, dass du Pfeile auf den Kopf bekommen hast. So, Pixie ist fertig. Wunderbar. Urugabe treten, wunderbarer. Wir wollten doch eigentlich mal, das habe ich ganz vergessen, zum Skillhändler hochgehen und gucken, was der für uns so Schönes hat. Ich glaube, das werden wir jetzt fast nebenbei mitmachen. Brauchen wir für Arkons, brauche ich keine. Auch keine zusätzlichen Kills mehr. Das ist gut so. Hier nur noch ein paar Pinkies und Orks. Das ist machbar. Und zum Skillhändler. Das ist noch machbarer. Gucken wir mal, was sagt denn das Inventar? Das Inventar sagt, ja, wir haben einen Haufen ungeöffnete Karten. Die muss ich dann bei Gelegenheit mal aber sortieren. Immer noch die Laubklinge für meine Niete. Also ihr wisst ja, mein Ordensritter. Ne, Kreuzritter. Ich verwechsel die... Zu viele Ritter einfach. Ich verwechsel die immer wieder.
Habe ich ja in einer der frühen Folgen noch vorgestellt. Ich glaube, nicht zuletzt durch dieses Video bin ich relativ bekannt geworden. Obwohl es eigentlich relativ bescheiden war, finde ich. Hat sich ein bisschen hingezogen. Aber wie gesagt, ich war ja auch noch relativ jung dabei. War noch nicht besonders gut, bin ich jetzt immer noch nicht. Aber damals war ich noch schlechter. So, haben viele zu kaufen. 69, 65, 61 für 165. 60, Mehrfachschuss. Klack, nehmen wir mit. 64. Geschwindigkeit der Natur, nehmen wir mit. So, hier dürfte es dann erstmal nichts weitergeben, genau. 60, 61, also haben wir hier wieder ein paar Skills mehr. Flup, Mehrfachschuss. Und Geschwindigkeit der Natur. Es würde, denke ich, auch mal Zeit, dass ich die mal ausrüste. Muss ich da mal gucken. Quests, Fähigkeiten. Erstmal gleich mal gucken, ob alles wieder aktuell ist. Gezielter Schuss, Level 6, jawohl. Kraftschuss 5, jawohl. Giftiger Schuss 5, okay. Knochenschuss 5, ja. Giftpfeil 2. Da haben wir die 3 schon. Hehe. Siehst du? So schnell kann es gehen. Ziel der Natur. Schnelligkeit der Natur. Ziel der Natur. Hier ist es 6 und haben die 5. Siehst du, auch da haben wir eine neue Stufe drauf damit. Dann Nebel der Natur. Die 2. Das dürfte eigentlich sein. Ja, Nebel der Natur 2. Schutz der Natur. Gibt es nur eine Stufe. Brauche ich auch nicht großartig gucken. Mehrfachschuss. Da haben wir die 6. Da kommt die 5 drauf. Schnelligkeit der Natur. Und eben auch Geschwindigkeit der Natur. Beides zwei nette Skills, die ich eigentlich sehr oft bei Helga Raids eingesetzt habe. Jetzt kann ich den Trick ja, oder hab den Trick ja eigentlich schon verraten. In anderen Folgen. Im Grunde, ja, Schnelligkeit der Natur. Keine Wartezeit mehr vor dem nächsten Zauber. Das heißt, wenn ich diesen Zauber anwende, kriege ich einen Buff. Und den nächsten Skill, den ich ausführe, egal wie viel Cooldown der normalerweise hätte, dieser Cooldown wird wieder auf 0 gesetzt. Also sprich, der Skill ist sofort wieder verfügbar. Kann ich ja gleich mal zeigen. Hier Geschwindigkeit der Natur. Abklingkeit 6 Minuten. Ist zum Beispiel das beste Beispiel. Ich nehme... was macht denn Geschwindigkeit der Natur eigentlich? Ja, der erhöht eigentlich die Autohitrate eigentlich. Also sprich, wenn ich per Autohit, also sprich ohne einen Skill anzuwenden, draufhaue, erhöht er die Rate ein bisschen. Die Macht der Natur verleiht Fähigkeit schneller für anzugreifen. Nützt natürlich nur was, wenn ich per Auto draufhaue. Das heißt, für meine AOEs nützt da nicht so viel. Entsprechend brauche ich den dafür auch dann weniger. Aber zum Beispiel für die Flammenzitra und so weiter und so fort, da hätte ich den durchaus einsetzen können. Deswegen hatte ich ja in der einen Folge gesagt, ja, hätte ich nehmen können. So, ich probiere nochmal aus. Zumindest diesen hier. Schnelligkeit der Natur. Lop. Und wenn ich jetzt den hier reinhaue. Schopp. Habe ich jetzt diesen Buff drin, der andere Buff ist rausgegangen, aber ihr seht, ich kann den hier wieder einsetzen. Obwohl der eigentlich Cooldown 6 Minuten hätte. Gesteigerte Angriffsrate 35 Sekunden. Bla bla, lala, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir wollten jetzt erstmal zur Schmiedrans. Einer von beiden Dings wurde übrigens... Ah, hier guck mal, die Elfenseele, das war doch der hier... Vani halt auch irgendeinen Titel bekommen hat. Glückwunsch nochmal. So, eine neue Erfindung. Hurra. Schloppido. Ein Glückslocks bekommen und 15 Geisterfrüchte. Naja, das ist ganz toll. Wieder was mir das Inventar zumüllt. So, erstmal hier hoch. Was habe ich denn hier abzugeben? Feines. Heimsuchung der Einwohner. Danke für die Mühen. Und Räuber der Auslöschung. Quest abschließen. Quest beginnen. Ja, Peitsche des Inkubus. Oh. Beseitige Monster. Quest abschließen. Wählbare Wohnung. Wählbare Belohnung. Regenerationstrank T4. Ich mag die Regenerationstränke nicht unbedingt, aber na gut, wenn wir sie haben, können wir sie vielleicht irgendwann mal mit wegkauen. Also nicht wegkauen, sondern ja, verbrauchen. Weil letzten Endes, die bringen halt kein sofortiges Leben wieder. So, aus 19 Guess 4. Was haben wir hier? Aus 14 an 21. Also im Grunde sind die hier noch eine Ecke besser. Kann ich eh noch nicht einsetzen. Ich guess 4.
Ich lege ihn mal ins Lager, vielleicht können wir ihn verbessern. Vielleicht wird er mal ein bisschen besser, aber ich bezweifle es doch stark. Jetzt machen wir aber erstmal, würde ich sagen, eine kurze Pause. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann kann ich das Zeug immer noch alles umlagern und überhaupt und noch ein paar Pinkies hauen und was auch immer noch alles anliegt. Es freut mich jedenfalls, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.